vielen Dank für die Einladung zum Vortrag. Ja, das Thema des Vortrags heute, wie es auch steht, Studium, Berufswelt, Fachkräftesicherung, das Thema Internationalisierung, was ich streifen werde, was auch dann ein Übergeschlag Internationalisierung, Regionalisierung betrifft. Employability, den Begriff, das weiß ich abgestimmt, mich da verwendet und Engagement der Wirtschaft als dritten Aspekt nicht beleuchten möchte. Wir sind los nach Fachkräftesituation in den Regionen. Und da haben wir hier, die Daten können Sie alle bekommen, wenn Sie sie im Detail erkennen können, die PDFs des Vortrags können Sie alle mitnehmen. Da haben wir erstmal, wenn wir uns die Arbeitsmarktsituation heute angucken, Arbeitslose, gemeldete offene Stelle, sehen wir natürlich in den ostlichen Bundesländern viele Arbeitslose pro offener Stelle. In Bayern, Baden-Württemberg ist die Lage extrem günstig, sind die hellen Flächen. Und Kaiserslautern ist mit 6,6 Arbeitslosen in gemeldeter offener Stelle in etwa auf dem Mittelwert in Deutschland. Ein etwas anderes Bild bekommen wir, wenn wir perspektivisch gucken. Wie hoch ist der Anteil der älteren Beschäftigten, die also in den nächsten Jahren ersetzt werden müssen? Also die über 55-jährigen Beschäftigten und Altbeschäftigten. Und damit plötzlich in den neuen Ländern ein ganz anderes Bild. Einen sehr, sehr hohen Anteil älterer. In den meisten Regionen Ostdeutschlands ist das über 20-25%. Und da haben wir in Bayern und Westen von Niedersachsen sehr geringe Anteile von älteren Beschäftigten. Also perspektivisch Arbeitsmarktengpässe auch in den östlichen Regionen. Das sehen wir schon am Ausbildungsmarkt, dass sich ein bisschen dreht und wo es im Osten schon sehr schwieriger wird. Auch hier Kaiserslautern relativ nah am Bundesmittelwert. Ich habe auch andere Arbeitsmarktdaten geguckt, aber irgendwie ist Kaiserslautern immer ziemlich nah am Bundesmittelwert. Also gibt es keine spektakulären Auffälligkeiten. Wenn wir mal gucken, wie kriegen wir die Fachkräfte gesichert aufgrund des demografischen Wandels, wird das natürlich schwierig, nur auf die inländischen Potenziale zu setzen, also auch die ausländischen Potenziale sind da sehr wichtig. Das Thema Internationalisierung, haben wir verschiedene Zuwanderungswege, was aktuell diskutiert wird, ja die humanitäre Zuwanderung, die möchte ich mal hier ausklammern und stärker auf EU-Bürger, Freizügigkeit kurz eingehen, dann auf die Erwerbsmigration aus Drittstaaten und vor allen Dingen die Bildungsmigration aus Drittstaaten, wo EU-Schulen eine ganz zentrale Rolle spielen, weil sie da sehr erfolgreich sind. Beim Thema Nettokontrolle überspringe ich mal aus Zeitgründen. Beim Thema EU-Ausländer sehen wir hohe Zuwächse in Süddeutschland. Also wir haben eine starke Zunahme an pro 1000 Einwohner gerechnet an EU-Bürgern mit ausländischem Pass. In Offenbach, Eifelkreis, Bitburg, Kleve, Nordrhein-Westfalen, aber im Durchschnitt sehr stark in Süddeutschland, wo wir eine hohe Zunahme haben von EU-Bürgern. Weniger stark in Sachsen, Thüringen und in den Regionen Ostdeutschlands, wo wir teilweise auch sogar eine leichte Abwanderung feststellen müssen. Da ist Kaiserslautern mit 5,4 zusätzlichen Einwohnern eher leicht unterdurchschnittlich aufgestellt. Erfolgreicher schon bei der Erwerbsmigration. Da sehen wir also aus Drittstaatsbürger, die mit Abschluss nach Deutschland kommen. Da ist sehr stark natürlich die Großstädte, Frankfurt, Düsseldorf, München, die sind attraktiv, sind bekannt, da kommen Personen aus Drittstaaten, aus Indien, aus anderen Regionen und suchen einen Arbeitsplatz. Da sind die Neuländer wieder etwas weniger attraktiv und anziehungsstark und da ist Kaiserslautern mit 3,3 neuen Einwohnern aus Drittstaaten mit Abschluss pro 1000 Einwohner über den Bundesdurchschnitt. Besonders attraktiv und stark ist Kaiserslautern aber bei dem Thema Bildungsmigration. Beim Thema Zuwanderung über die Hochschule, das ist in der Regel der Hauptteil, nur wenig mit Ausbildung, das meiste über die Hochschule. Da sehen wir, dass wir 12,3 Drittstaatsstudierende je 1000 Einwohner haben in Kaiserslautern. Das ist ein Wert, der deutlich über dem Durchschnitt ist. Heidelberg, Weimar, Darmstadt, also Hochschulstandorte sind an der Spitze und Kaiserslautern kommt schon relativ weit vorne als Region, der es gelingt. Studierende aus Drittstaaten zu holen, die hier dann studieren. Wir wissen, dass etwa die Hälfte der Absolventen von Hochschulen, die aus dem Ausland kommen, auch in Deutschland für längere Zeit bleiben. Ein Viertel mit dem entsprechenden Visum, sprechen aus dem OECD, nach Mikrozins ist etwa die Hälfte noch andere Visa-Regeln mit einrechnet. Also die Hälfte bleibt, das ist sehr attraktiv für die Region und ein Inhalt auch unseres Themas Regionalisierung und Internationalisierung in dem Workshop. Thema Studium und Employability hatten wir gerade gesagt, der Wissenschaftsrat hat sie auch zitiert, hatte auch die Begriffe, dass es eine funktionale Balance geben müsste zwischen beruflicher und akademischer Bildung, die ist unverzichtbar, also auch die berufliche
Bildung als wichtige Säule, die man nicht vergessen darf. Und es geht auch bei den Studierenden darum, komplexe berufliche Tätigkeiten auszuüben. Also die Hochschulen, die drei zentralen Dimensionen, die Fachwissenschaft, die Persönlichkeitsbildung und die Arbeitsmarktvorbereitung, dass die gleichgewichtig sind in den aktuellen Empfehlungen des Wissenschaftsamts. Gucken wir die Unternehmen an, wir haben sie befragt in der Unternehmensbefragung, was sind die gewünschten Fach- und Methodenkompetenzen, die Hochschulabsolventen mitbringen sollten. Und ganz oben stehen die Fähigkeit, sich in neue Fachgebiete einzuarbeiten, die Fähigkeit, vorhandenes Wissen auf neue Probleme anzuwenden, also die Anwendung, die eigenen Lücken erkennen und schließen, neue Fachgebiete einarbeiten. Zentral am Ende der Skala, das heißt nicht, dass es unbedeutend ist, aber es ist nicht für alle Unternehmen relevant, ist das Thema wissenschaftliche Methoden. Also es ist für einige Unternehmen von sehr hoher zentraler Bedeutung, aber für viele Unternehmen ist das gar nicht so wichtig im Vergleich zu neue Fachgebiete einarbeiten, Wissen anwenden, praktische Probleme. Bei Auswahlkriterien für Fach- und Führungspositionen, auch da zeigt sich für Fachkarriere, für Führungspositionen, die Leistungsmotivation ist aus Sicht der Unternehmen sehr wichtig. Auch die Identifikation mit dem Ziel des Unternehmens steht ganz oben und Kommunikationsfähigkeit. Drei wichtige Eigenschaften, die von hoher zentraler Bedeutung sind. Die Frage Universitäts- oder Fachschulabschluss, Fachhochschulabschluss, das ist das dritte von unten, oder Masterabschluss nach dem Bachelor, ist nur für einen sehr, sehr kleinen Anteil der Unternehmen sehr wichtig. Also die formalen Abschlüsse sind nicht so zentral. Für die, man will nicht die Eintrittskarte im Unternehmen zu sein, da kommt es auch an, wie engagiere ich mich, wie leicht so motiviert bin ich, wie stark identifiziere ich mich. Und nicht so sehr der reine fachliche Abschluss, auch für mich selbst ist nicht so schön, dass er doch ganz gar keine Rolle spielt, scheinbar, aber sehr, sehr gering. Also nur in ganz, ganz bestimmten Bereichen hat man natürlich den Vorteil, aber in der großen, breiten Unternehmenspraxis ist er eher weniger wichtig. Zum Thema Karriereförderung von Bachelor, da ist dann die zentrale Perspektive nach außen, um Bachelor dann entsprechend zu fördern. Sagen die Unternehmen, sie haben da sehr hohes Angebot für die Förderung an externen Weiterbildungskursen und innerbetrieblicher Weiterbildung und ungefähr die Hälfte der Unternehmen sagt, auch ein berufsbegleitendes Masterstudium ist für diese Unternehmen ein zentraler Baustein, um dann Bachelor-Absolventen, die sie haben, in Fach- und Führungspositionen zu gewinnen, also berufsbegleitende Aspekte, eigene Führungsakademien, das haben nur relativ wenige Unternehmen angestellt. Berufliche Fortbildung, das dürfen wir nicht vergessen, auch aus Sicht des Wissenschaftsrats, der es betont hat, ist natürlich eine interessante Perspektive für die Hochschule. Also Techniker- und Meisterausbildung, Fortbildung ist in vielen Aspekten, die man mit, nach der Befragung vom BIT, BAU, erwerbstätigen Frauen erkennen kann, ähneln sich doch sehr stark in Zufriedenheit bei verschiedenen Dingen, die wir abgefragt haben, und dann Einkommen, Aufstiegsmöglichkeiten, Arbeitszeit etc. Sind beide Gruppen eigentlich relativ zufrieden auf einem hohen Niveau. Also es ist weiterhin eine attraktive Alternative zum Studium. Zwischenfazit kann man sagen, Beschäftigungsfähigkeit, Arbeitsmarktrelevanz ist ein zentrales politisches Ziel. Die Akzeptanz des Bachelors der Unternehmen steigt, mit der Verbreitung natürlich auch Karriereperspektiven bestehen. Leistungsmotivation, Loyalität sind eigentlich bedeutsamer als die Art des Abschlusses für Karrierewege. Und die Selbstständigkeit, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit sind die zentralen Fähigkeiten, auf die es da ankommt. Und der lebenslange Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit ist eben eine zentrale Frage auch der wissenschaftlichen und betrieblichen Weiterbildung. Letzter Punkt, was macht die Wirtschaft im Engagement? Das ist eine Unternehmensbefragung vom IW aus dem Jahr 2012. Das planen wir gerade neu zu wiederholen, mit dem Stifterverband zusammen, jetzt nochmal 2016. Haben wir gefragt, was vor Unternehmen sich engagieren und investieren in der Hochschule, und mit insgesamt 2,5 Milliarden Euro waren die Investitionen, wenn man sie mit dem Gesamtwert umrechnet. An erster Stelle steht das normale Studium, wo Unternehmen sehr stark sich engagieren und investieren. Dann kommen Praktika und Mitarbeiter, die man während des Berufs studieren lässt und dann entsprechend auch beispielsweise Freistellungsarrangements trifft. Das duale Studium ist an der Spitze und sicherlich da auch ein Bereich, von dem auch von IW als sehr perspektivisch und auch sehr, sehr positiv einschätzen, ähnliche Erfahrungen auch aus eigener Lehre, die ich da habe. Es ist eine Vorauswahl oft, die einfach exzellente Eigenschaften, Belastbarkeit etc. mitbringt. Was ist der Nutzen, den die Unternehmen erwarten aus den Investitionen?
vor allem an der Spitze dort in der zweiten Stelle Praxisorientierung stärken, das Wissen der Mitarbeiter aktualisieren und Leistungsträger fördern. Also gerade auch die Leistungsträger, die ich habe, etwas anzubieten, sie zu halten, sie zu binden im Unternehmen, sind zentrale Ziele und Nutzen, die man aus diesem Engagement herauszieht. Das haben wir nochmal unterschieden, die gleichen Kriterien in zwei Säulen unterschieden, und zwar einmal die Unternehmen, die sowohl dual Studierende haben, als auch Praktika, Studierende, Mitarbeiter und Stipendien vergeben, im Vergleich zu anderen Unternehmen. Da sehen wir, dass Unternehmen, die viel machen, sich stark in der Breite engagieren, jetzt dann auch einen höheren Nutzen für sich selbst wahrnehmen, in allen abgefragten Kategorien. Also bessere Möglichkeiten noch sehen, knappe Fachkräfte zu rekrutieren oder Praxisorientierung zu stärken oder vor allem auch das Wissen der Mitarbeiter zu aktualisieren. Also insgesamt Unternehmen, die sehr in der Breite sich engagieren, sehen auch größere Nutzen aus dem Engagement. Wie haben wir gefragt in einer Vorgängerstudie 2010, welche Kriterien müssen dann die Unternehmen, wenn sie ihre Hochschulpartner aussuchen? An erster Stelle das Profil der Hochschulen, das am häufigsten genannt wurde, und direkt danach aber die regionale Nähe und bestehende persönliche Kontakte. Also ganz zentral die regionale Nähe, die Leute in der Regionalisierung, persönliche Kontakte, Netzwerke, die bestehen. Gar nicht so wichtig die Position der Hochschule im Exzellenzzentrum. Also viel wichtiger für Unternehmen in der Region ist einfach die Nähe, die Profile, die Inhalte, die Exzellenz ist für ein Teilunternehmen, aber eben für große, breitere Unternehmen nicht von zentraler Bedeutung. Entscheidungsrelevanz, also das Thema Praxisorientierung an oberster Stelle, berufsbegleitende Organisation, auch das Thema, was wir gerade hatten, berufsbegleitend, das ist für Unternehmen natürlich wichtig, wenn sie sich engagieren, und das Thema an dritter Stelle Kooperation mit Unternehmen bei der Planung und Ausgestaltung der Phase. Und das Internationalisierung des Lernangebots mit 35% aus Sicht der Unternehmen ist das eher an zweiter Stelle prioritär zu nennen, also an erster Stelle eher die Praxisorientierung und die berufsbegleitende Organisation. Wenn man die Unternehmen befragt, wie sie das nach Schulnoten einschätzen, und da ist allerdings alles so im Bereich befriedigend, und noch am besten das Thema Internationalität des Lehrangebots, wo es doch aus Sicht der Unternehmen schon ausreichend, vielleicht sogar Ratungsniveau oder nicht so hoch, da gibt es ausreichend Angebote aus Sicht der Unternehmen. Wenn man das zusammenfassen kann, zu Handlungsempfehlungen, was heißt das für Unternehmen? Vor allen Dingen das Thema regionale Kontakte aufbauen zu Hochschulen, persönliche Kontakte pflegen und verschiedene Investitionsstrategien kombinieren, wie Praktika, normale Studiengänge etc. Und die Investitionen, die ich da habe, über die Kontakte zu verstetigen, so kommunizieren wir als Idee auch Richtung der Unternehmen, die wir über unsere Kommunikationskanäle erreichen. Auf der anderen Seite die Hochschulen, auch ganz klar die Fachprofile zu kommunizieren, um klar zu sagen, wie ich mich auch als Nischenanbieter beispielsweise bestimmte Profile stark mache, die verankere mit den Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft über Kontakte, über persönliche Kontakte, Praxisorientierung immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen und auch zur Mitwirkung an den Praxisphasen einladen. Und das duale Studienangebot ist da natürlich eins, das es gilt auszubauen. Ich habe das Deutschlandstipendium noch mit aufgenommen als Punkt unten, weil es ja gestern dazu eine Zwischenbilanz gab, die sehr unterschiedlich kommentiert wurde, je nach Parteifärbung wahrscheinlich des Kommentators, aber es ist doch eine Chance, die noch ein bisschen natürlich gewinnen kann, aber zeigt uns aber noch das Ziel, und wir haben es bei Unterkant unter 1, also da ist noch ein bisschen Luft, aber an sich ist es ein Instrument, was durchaus auch da helfen kann, in dem Zusammenhang mit Menschen voranzukommen. Herzlichen Dank.